Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Eine kleine Jubiläumsfolge. Wir sind in Folge 50 gelandet. Und ja, ich dachte mir, ich bringe mal eine Runde in den Streudüngerwerk. Da steht hier schon die ganze Zeit und langweilt sich. Das muss ja nicht sein. Den parken wir nur kurz dort vorne unter. Und dann werden wir uns einmal kurz um den Drescher-Part kümmern. Wo ich dabei warten werde, bis der Soja-Part auch voll ist. Und wenn wir das gemacht haben, dann so wunderprächtig. Ja, wenn wir das gemacht haben, dann werden wir uns natürlich dann um den Stroh-Part kümmern. So, das können wir machen, indem wir das gute Stück hier lassen, ihn hier wieder anschmeißen und schon mal den Ladewagen ranklemmen, den ich hier stehen gelassen habe. Da haben wir ihn ja schon. So. Den ankern wir schon mal sozusagen und skippen eine Runde durch. Zu unseren freundlichen Abfahrern. Ja, hier werden wir jetzt einmal dabei bleiben müssen. So sieht es leider aus. Ja, hier gibt es einiges an Soja. Aber ich habe echt gedacht, dass wir mit Soja auf über 2000 kommen würden vom Preis her. Da hatten wir letztes Mal nicht ganz 1800 als Preis. Aber wie gesagt, das müssen wir mal gucken. Ja, wir bleiben jetzt aber einmal kurz drin, bis er sich hier abgetankt hat, weil wir sonst im Weg stehen. Man sieht da vorne, er wendet da vorne schon wieder. Das macht dann keinen Sinn. Ne? So, dann können wir schön zur Seite fahren. Und skippen zu den Kollegen hier. Ja, der steht natürlich nicht da, wo er ist, wo sein Kollege Moon steht, sag ich mal so. Was kriegen wir hin? Da werden wir eine Runde fahren müssen. Dafür können wir uns aber wahrscheinlich einfach direkt drunter stellen. So sieht's aus. Da sind wir schon. Tanken läuft. Er wartet auf Mehl, aber ihr seht selber, egal welche von den beiden Zahlen jetzt auch Mehl darstellen soll, das ist ziemlich schnuppe, es ist beides auch keine, es ist keins davon 76.000, also brauchen wir auch noch nicht. So. Ja, Wasser. Wasser muss zwischendurch auch mal eine Runde gehen, ne? Wie gesagt, ich werde immer meine Wasserrunde einstreuen, dass wir hier die Produktion am Laufen haben. Diesmal mache ich es natürlich doppelten Sinn und Zweck. Einmal, um natürlich Wasser hinzubringen, dass die Kalkgewinnung läuft und natürlich zu gucken, wie weit die Düngerproduktion ist. Das können wir natürlich dann in einem Abwasch machen, sozusagen. Und dann geht's los mit Stroh. Stroh, hohohoho. Ah, hab sogar das Verkehrsschild stehen gelassen, das ist ja mein Eindruck. Man soll sich hier mal einen noch vorher abbiegen. Schon vom Feierabend, ne? Auch beeindruckend ist, dass es jetzt gerade 17.48 Uhr ist, und sowohl in Real Life wie auch in-game. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Nicht schlecht.
Synchronflug mache ich sonst selten. So. Wir machen den Wasserpart eben raus und dann gucken wir mal. Ja, wir sind leider unter 200.000 durch unsere laufenden Kosten abgesagt. Wir hatten schon wieder knapp über 200.000. So eine Holsteiner kostet 3.950, glaube ich. Ne? Das heißt, ich möchte gerne schon, wenn wir jetzt hier den Nachtwechsel machen, wenn wir gut noch was verkaufen. Wir haben jetzt irgendwie 132 Kühe, so auf 200 auf jeden Fall aufschocken. Das hätte eindeutig was, muss ich sagen. Wäre immer noch dabei. Vielleicht sogar auch mehr. Aber da müssen wir gucken, was wir jetzt an Gewinn rausholen. Was da noch so läuft. So, ich fahre jetzt hier raus. Wir drehen uns um und sehen, es ist immer noch am Arbeiten. Hat noch 7000 zum Verarbeiten. Also wir brauchen es noch nicht ganz so beeilen. Wow. Also ich habe letztes Mal hier erst hier oder vorletztes Mal, als ich hier rausgefahren bin, erst mal jemand die Vorfahrt genommen. Jetzt schon wieder, ey. Also dreist. Hab's auch immer so eilig, ne? Das ist schlimm. Das Gehetze hier. Eins, was ich auf meiner Seite habe, ist, dass ich tatsächlich bis jetzt in den letzten Tagen wenig Verkehrsschilder, ich glaube gar kein Verkehrsschild auf dem Gewissen habe. Die sind, glaube ich, alle heile geblieben. So, Wasser läuft. Die Kollegen sind noch nicht voll, das ist gut. Wir haben jetzt ja ein bisschen Vorteil, was einfach daran liegt, dass wir sonst mit dem Weizen natürlich relativ schnell wieder am Abladen waren oder relativ schnell voll haben, gesehen haben. Aber jetzt halt Soja wie auch Mohn weniger Liter pro Hektar bringen. Damit also auch die Drescher länger fahren müssen oder mehr Bahnen fahren müssen, bis sie voll sind. So muss man es einfach sehen. So, wir fahren jetzt hier hinten schön raus. So. Lassen uns hier auch nicht ablenken. Egal, was hier gerade so rumrennt. Hier kommt auch nichts Komisches entgegen. Ich scroll schon mal ein bisschen weiter zurück. Und mach das Ganze schon mal an. War vielleicht ein bisschen zu früh, aber hier geht's los. So, wir sind im Stroh. Ich werde natürlich diese Ladung Stroh jetzt, die wir machen, gleich stumpf bei den Tieren reinschütten. Beim Einstreuen. Ne? Und den Rest können wir dann dementsprechend einlagern. Ich müsste natürlich nochmal gucken bei der Mischfutterproduktion, ob wir da eine gleiche Verhältnismäßigkeit zur Silage hinkriegen können. Das heißt, dass wir genauso viel Stroh reinpacken wie Silage. Dann liegt das echt nur noch am Gras, dass es da, also am Heu, dass es da weitergeht. Und da müssen wir auch mal gucken bei der Grastrocknungsanlage. Den Spaß müssen wir nämlich dann auch mal so langsam dann in die Produktion füllen. Aber wir haben eigentlich noch relativ viel Mischfutter. Also wir brauchen uns nicht unbedingt so riesige Sorgen machen. Sorgen machen würden wir uns bei dem Mischfutterbestand erst dann, wenn nachher, aus den 130, 1300 geworden wären, dann würde es enger aussehen, sagen wir es so, wie es ist. So, ich werde jetzt hier die jede zweite Bahn-Taktik anwenden, damit ich das mit den Wendekreisen etwas einfacher habe. Muss auch mal gucken, ob wir jetzt hier alles auf einmal mitkriegen, wäre natürlich cool. Jo, haben den ganzen Haufen auf einmal reingekriegt. Wir sollten auch ein bisschen mehr wie zwei Bahnen fahren müssen, um voll zu werden, so wie es aussieht. Aber macht da jetzt nichts. Da die Prozente ja auf der anderen Seite sind, das heißt, dann sehen wir ja, wo es ist und können auch da gleich wieder ansetzen. Das passt alles schon. Sehr schön.
Läuft alles. Ja, Drescher muss ich natürlich gleich gucken, klar. Die seht ihr selber, sind beide ziemlich voll. Der eine ist fast voll, der andere ist schon voll. Dann kriegen wir aber hin. So. Wie gesagt, wäre die, ne, die zweite Bahntechnik. So, 90%. Ich werde ihn jetzt hier noch im Voll machen. Da werden wir es abtanken und den Spaß hier wegbringen. Nämlich zu den Tieren. So sieht das aus. Der macht nämlich jetzt gleich von alleine die Maschinen aus. So, gut, wir skippen. Und zwar. Zu dem Kollegen hier. Der ist jetzt bei 97%. Der dreht jetzt so, dass wir neben ihm fahren können, gleich beim Abladen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Bis wir eine Runde gedreht haben, wird er wahrscheinlich die 3% da schon noch gemacht haben, so ungefähr. So, schön rumziehen. Na, er braucht auch ein bisschen beim Wenden, okay. Dann warten wir diese Künschen hier noch eben, ne? Da sind wir schon 98%, 99%. Der steht. Fahr mal raus, dein Rohr hier. Voller Korntank. Sehr schön. So, der steht jetzt diesmal leider in der Frucht, aber mit dem Rohr. Aber wir brauchen nicht weit fahren. Das ist auch sehr schön. Und wenn wir ungefähr wieder den Preis wiederkriegen, dann gibt es hier nochmal über 120.000, das ist schon mal gut. Das spricht dann auf jeden Fall für unsere Tiereinkaufsplanung sozusagen. Und da müssen wir gucken, ob wir nicht vielleicht auch noch eine Wiese, da, also ein Feld dazu nehmen, was wir zur Wiese machen. Ja? Dass wir trotzdem noch ein bisschen was dabei behalten können. So. Ja, wie sieht's aus? Fertig werden hier. Schön. Fahren wir also wieder aus der Frucht raus. So. Hier gucken wir. Noch nicht voll. Wasser haben wir heute schon einmal gefahren. Das reicht, wenn wir es einmal pro Folge machen. Wir fahren zurück und bringen eine Runde hier Stroh zu den Tieren. So, da sind wir schon beim Hof. Und hier sind wir schon bei den Tieren. Ich weiß gar nicht, wo war das Einstreuen noch? Hier eingestreut? Könnte sein. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall wollen sie hier Stroh haben. Das ist doch schon mal gut. Dann hauen wir den Spaß nämlich mal raus.
Jo, das ging auch alles hin. Dann können wir gleich wieder auf die Wiesen fahren. Nee, aufs Feld fahren. Wiese. Ich rede schon wieder Blödsinn. Da gar nicht ein Gras einholen, sondern. Ne? So ein Stroho. Obwohl wir, wie gesagt, auch noch mal gucken müssten, was die Produktion da so angeht. Was unser Mischfutter so angeht, vor allen Dingen. So, da sind wir wieder. Fällt schon in Sicht. So, hier sehen wir auch schon die Bahn, die ich dementsprechend angefangen habe. Da werden wir jetzt auch weitermachen. Ja, aber wenn ich hier gerade so sage, ich mache hier weiter, muss ich leider sagen, ja, wir sind schon am Ende der Folge wieder, ne? So schnell geht es tatsächlich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.